Am vergangenen Mittwoch begann das studentische Theaterfestival Unitea in Frankfurt. Hauptspielort war die große Scharnstraße. Unter dem Motto Lug oder Trug bot die verlassene Einkaufsstraße den perfekten Spielort. Wir haben uns für die große Scharnstraße als einen wichtigen Festivalort entschieden, eben weil es mal eine belebte Einkaufsstraße war und jetzt eigentlich die Läden größtenteils geschlossen sind. Die große Scharnstraße symbolisiert diesen Charakter Lug oder Trug durch diesen Wert als Einkaufsstraße, den sie eigentlich jetzt verloren hat, durch die geschlossenen Läden. Und wir haben versucht, diese große Scharnstraße wiederzubeleben. Zum Festivalauftakt kamen Kulturdezernentin Katja Wolle und der Leiter des Collegium Polonicum Krzysztof Wojciechowski. Beide seit Jahren große Fans des Festivals. Ich würde mir wünschen, dass gerade hier in der Scharnstraße viel mehr studentisches Leben ist und vielleicht kann das so eine Einladung dazu sein. Weil fast jeder Student entweder träumt oder versucht oder macht Theater während seines Studiums. Ich hoffe sehr, dass die Studenten der Viadrina auch diese Leidenschaft für die Fiktion und für das Kreative haben und dass dieses Festival noch lange Jahre existieren wird. Natürlich, wenn er auch Fuß in Slubice fasst und dieses Jahr soll dieser Brückenschlag gelingen, ja, dann ist das eine zusätzliche Bande zwischen beiden Städten. Das erste Stück, das Gestüt, verwandelte die Scharnstraße in einen Reiterhof ohne Pferde. Die Stadt soll pferdefreundlicher werden, denn nur dann kann sich ein niveauvoller Fortschritt entwickeln, der die Straßen wirtschaftlich belebt. So das Anliegen der drei Aktionskünstler von Pony Pedro. Hast aber denn nur einen Löffel? Gleich im Anschluss wurden ganz andere Fragen an die Besucher gestellt. Fernsehen, schönen guten Tag, mobile Klapsmühle. Sind Sie bescheuert? Haben Sie einen an der Waffel? Bekloppt? Gaga, komplett? Finden Sie es heraus, hier bei uns, bei der mobilen Klapsmühle, wenn Sie sich unserem Persönlichkeitstest stellen, versprechen wir Ihnen, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszustellen. Aber wie gesagt, Sie müssen sich erst unserem Theaterprogramm ausliefern, dann und danach werden wir Ihnen diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Also 18 Uhr geht es los, pünktlich sein, wir therapieren nur in der Gruppe, das heißt keine Einzeltherapie, 18 Uhr geht es los. Das theaterfahrendes Volk mit Mr. Pilks Irrenhaus überzeugt das Publikum von den Vorteilen des Irrseins. Ausgabe, nehmen Sie die rote Pille und Sie folgen uns in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Nehmen Sie die weiße Pille und morgen ist alles vergessen. Wir therapieren auch Hunde und Katzen. So. Das theaterfahrendes Volk mit Mr. Pilks Irrenhaus überzeugt das Publikum von den Vorteilen des Irrseins. Endlich tun und lassen, was man will. Dafür muss man natürlich einen Persönlichkeitstest bestehen. Nämlich das Theaterprogramm anschauen und schon bekommt man eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgeschrieben. Eines der wohl ungewöhnlichsten Stücke war Brettspiel. In einer Studentenwohnung in der Berliner Straße warteten die Besucher auf den Anfang des Stückes. Zwei Studenten und zwei Künstler laden die Besucher ein in ihre intimste Umgebung und ihre Gedanken. Mir macht das gar nichts aus, dass ihr hier seid. Das habe ich den Mädels auch gesagt. Ich habe gesagt, ich mache nicht mit, ich weiß jetzt nicht, was ich erzählen soll. Aber und meine so, ja, und dann, nee, ich habe gesagt, ich bade halt heute. Und ich sage, so, schon bleib bei der Badewanne liegen. Dann könnt ihr euch auch gerne wieder umdrehen. Dass Anastasia sprach, dass diese Frau irgendein Wort gesagt hat. Und sie hat gesagt, ja, ich bin's. Ich bin Anastasia. Ja, genau. Also zusammen wohne ich hier mit Monika, die wohnt da. Da ist er, die haben sie, glaube ich, schon kennengelernt und dahinter ist das Zimmer von Maria. Die vier Mitbewohner führen ihre Gäste durch die Wohnung und am Ende bleibt die Frage, Lebensglück, was ist das eigentlich? Das Festival war ein sehr arbeitsreiches, intensives Festival, in dem wirklich jeder viel Zeit und Engagement reingesteckt hat. Und es ist schön, die Ergebnisse seiner Arbeit zu sehen. Die Gruppe ist auch dadurch sehr gewachsen und einmal ein Theaterfestival mit zu organisieren und zu gestalten ist natürlich ja auch eine Sache, die man nicht so schnell vergisst und eine Sache, die auch weiterbringt, vielleicht auch beruflich. Unitea 2009 war ein Erfolg für die Studenten und auch der Anteil der Frankfurter Besucher wächst von Jahr zu Jahr.